Herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Unser Wächter steht immer noch hier in Daxbauten. Wir bewegen uns jetzt in Richtung Scheren. Dort gibt es noch einiges zu erledigen für uns. Und um das werden wir uns jetzt kümmern. Wir holen natürlich unsere Margarite her, jawohl. Und wir schauen nach, was wir als Geschenk bekommen heute. Plus 20% Geschwindigkeit des Reittiers für 90 Minuten. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt braucht man nur noch ein Pferd. Aber für später auf alle Fälle für uns sehr gut. Okay, der Wochenendbonus ist ja auch schon wieder weg, sehe ich gerade. Das heißt, unser regulärer Bonus zählt jetzt wieder von 25% von unserem Beutel-Item. Ja, und da sind wir auch schon angekommen. Und hier ist die Priscilla Unterberg, die was von uns will. Darf ich kurz mit euch sprechen? Vernichtet Fledermäuse. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit den Tieren im Auenland los ist, aber hier in Scheren war es richtig schlimm. Es gab im Auenland immer schon Fledermäuse, die hier genistet haben, aber die Hobbits haben sie in Ruhe gelassen. Irgendwas hat die Fledermäuse aus ihren Höhlen getrieben und inzwischen fliegen sie sogar tagsüber. Sie haben unsere Bürger außerhalb der Stadtmauern angegriffen. Das können wir nicht zulassen, Tollfuß, auf keinen Fall. Wenn ihr welche von den widerlichen Kreaturen seht, dann tötet sie bitte. Sie halten sich vor allem im Süden, in und um den Bruch auf. Ich frage mich nur, warum sie uns angreifen. Ist aber doch sehr rabiat, bloß weil jetzt hier die Fledermäuse auch tagaktiv sind. Muss man die doch nicht gleich hier töten. Da hinten sehen wir schon den riesigen Steinbruch. Ihren Scheren. Und hier gibt es jede Menge Ringe. Briefträger Gutgrab, das kennen wir ja schon. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, das ist jetzt wieder eine Quest, um Post zu transportieren. Die Leute oben in Daxbauten halten gerne Schwätzchen. Das macht die Postzustellung dort zu einer schwierigen Aufgabe, denn neugierige Hobbits schnüffeln in euren Sachen herum und wollen wissen, ob ihr Post für sie habt. Alles freundliche Leute, versteht mich nicht falsch, aber eben neugierig. Wenn euch der Sinn danach steht, dem Postschnelldienst zu helfen, findet ihr dort auf dem Tisch eine Tasche, die so schnell wie möglich an Briefträger Mersel in Daxbauten geliefert werden muss. Das geht ja eigentlich, das ist ja relativ nahe hier. Briefträger Mersel ist direkt südlich des Hügels zu finden, der sich nicht weit von der Ortsmitte von Daxbauten erhebt. Ja, das können wir gerne dann machen. Maxame Gruber. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ach so, von ihr holen wir quasi den Kuchen. Was macht ihr denn? Ihr bekommt ganz gewiss kein Stück von diesem Kuchen. Der ist von Heide Hornbläser aus Hobbingen und so einen bekommt man nur ganz selten. Und jetzt schleicht euch. Hä? Was sagt ihr da über die Bären? Diese Heide, sie sollte ihre Bären wirklich prüfen, bevor sie sie in die Kuchen mengt. Hier, nehmt dieses grässliche Ding fort und bringt ihn Heide zurück. Sie wohnt nördlich der Stadtmitte von Hobbingen und richtet ihr aus, dass ich einen frischen Kuchen will. Das ging ja auch relativ einfach hier, die zu überzeugen. Wenn wir jetzt böse gewesen wären, hätten wir einfach nur behaupten müssen, die Bären sind schlecht und wir bekommen sofort einen leckeren Kuchen. Den machen wir jetzt noch nicht. Der ist nämlich relativ weit zu laufen. Und da habe ich ja gesagt, das mache ich dann mal außerhalb einer Aufnahme. Dann der Fosco Boffin. Das Schicksal von Prunella Boffin. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Meine Tante Prunella ist eine so achtbare Dame, wie man sie kaum ein zweites Mal treffen kann. Aber ich habe Angst, dass sie vielleicht ein wenig unvorsichtig war und nun in schrecklicher Gefahr schwebt. Sie hat sich von diesem stollen Frauenzimmer bereden lassen und bevor ihr auch nur Billwisse im Auenland sagen könntet, war sie fort, um sich diese Kreaturen selbst anzuschauen. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, falls meine liebe alte Tante tatsächlich auf Billwisse stößt. Könntet ihr nach ihr suchen? Es gibt das Gerücht, dass Billwisse im nordwestlichen Grünfeld gesichtet wurden. Ja, das können wir bestätigen. Tante Prunella hatte einen hübschen Regenschirm, den sie überall mit sich hinnahm, selbst wenn die Sonne schien. Falls ihr also auf einen Billwiss mit Regenschirm trifft, nun dann. Wir müssen also den Regenschirm besorgen. Hier drinnen gibt es nichts. Ich dachte,
dachte, hier wäre immer noch ein Gasthaus gewesen. Hoffen wir nicht. So, willkommen Stollen. Das Mittagessen meines Enkels. Was benötigt ihr? Aha, sie hat euch also dazu überredet, mir mein Mittagessen zu bringen. Ja, meine Großmutter ist einfach unbezahlbar. Das war die aus Buckelstadt, glaube ich. Das ist nett, dass sie euch hier vorbeigeschickt hat, auch wenn ihr mir eigentlich nur mein Essen bringen solltet. In letzter Zeit hat es ihr eine Menge Ärger gegeben. Gasthaus Pflug und Sterne. Was benötigt ihr? Ist da denn die Delia, ein Hobbit der Stufe 10, ein Jäger-Hobbit, mit einem unglaublich wunderschönen Ross. Mensch, da können wir uns ja mal eine Scheibe abschneiden hier. Ha, vielleicht sollten wir uns doch mal ein Pferd holen, Mensch. Das macht mich jetzt ein bisschen neidisch. Na gut. Gasthaus Pflug und Sterne. Herbert schickt euch. Ich habe eine traurige Geschichte zu erzählen, also kann ich sie auch gleich euch erzählen. Ich habe einen meiner Männer mit einem Wagen voller Gips zu Herbert geschickt. Er sollte mir auf dem Rückweg ein paar Krüge mitbringen. Aber stattdessen kam er völlig aufgelöst zurück. Es scheint, als wäre er von Bilwissen angegriffen worden, als es fast schon in Dachsbauten angekommen war. Unglaublich. Bilwisse im Auenland. Er musste den Wagen zurücklassen und es ist ihm nur mit knapper Not gelungen, überhaupt zu entwischen. Ich habe das einem der Grenzer hier erzählt, die haben jedoch nichts unternommen. Wenn ihr diese Bilwisse um die Dachsbauten ausfindig machen könnt, dann findet ihr dort vielleicht auch den Wagen mit dem Gips. Wenn es euch hilft, dann lasst mich noch eins hinzufügen. Mein Mann erzählte, dass die Bilwisse aus dem Norden zu kommen scheinen. Hä? Mein Mann? Ja, warum nicht? Ne? Wir sind hier für alles offen. Die Hobbits sind da nicht so. Also, so wie es jedem gefällt, können wir dann nur sagen. Und der Prolog geht hier weiter, macht euch nützlich. Hallo. Lobelias sagt, kein Beutlin hat von Bilwissen in diesem Gebiet gehört. Es stimmt, dass einige gesehen wurden. Meine Schwester ist überzeugt, dass sie sie gesehen hat. Das ist peinlich. Ich glaube, ich kann euch wohl vertrauen. Wurden wir hier hochgeschickt von Lobelia? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Viola Stollens Geschichte. Meine Schwester Viola ist schon in Ordnung, aber sie regt sich sehr schnell auf. Wenn sich eine Idee in ihrem Kopf festsetzt, hält sie daran fest, ganz egal wie albern diese Idee sein mag. Und innerhalb kürzester Zeit hat sie dann halb Auenland davon überzeugt, dass es die reine Wahrheit ist. Neulich hat sie in Grünfeld etwas gesehen und jetzt denkt sie, nun, am besten sprecht ihr wohl selbst mit ihr. Die Leute haben Bilwisse im Grenzgebiet des Auenlands gesehen, aber diese Geschichte versucht ihr etwas Vernunft einzutrifftern. Ja, ihr findet sie auf dem Dorfplatz hier in Scheren, wo sie wahrscheinlich die Leute in Aufregung versetzt. Die ist wohl hier drüben dann. Okay, dann machen wir hier diesen Ring noch. Die Liliane Stolzfuß. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Spinnen im Steinbruch. Die Arbeiter im Steinbruch sind in eine verborgene Kammer eingebrochen und haben dabei Spinnen aufgescheucht. Ich habe noch nie so große Viecher gesehen und die Biester haben sich im ganzen Steinbruch ausgebreitet. Ich mache mir Sorgen, dass die Spinnen aus dem Steinbruch klettern und dann in Scheren ihre Netze weben. Wenn euch etwas einfällt, wie ihr die Spinnen aus dem Steinbruch entfernen könnt, dann würde uns das wirklich sehr helfen. Ich möchte nicht, dass mein Haus zu einem Spinnennest wird. Wie soll ich dann noch zum Markt kommen? Wir müssen also Spinnenbeißer, Baumweber und Königinnen vernichten. Wir schauen ganz kurz hinter. Die machen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, dass wir hier mit dem Buch auch nochmal rein müssen. Und vielleicht können wir das Ganze dann auf 1 machen. Kann mich aber auch täuschen. Und hier läuft die Delia bereits herum und kümmert sich um die Spinnen. Das heißt, da gibt es für uns aktuell sowieso noch nichts zu tun. Gut, dann müssen wir noch mit der Viola sprechen. Einen Moment. Im Auenland geschehen fürchterliche Dinge und ihr müsst etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Ich war in Grünfeld, um Blumen zu pflücken und habe dort von Ferne einen kleinen Mann hocken sehen. Er trug einen Speer und ihr könnt mir glauben, dass es ein Bilwis war. Er hockte sich plötzlich hin und es sah aus, als würde er in eine Art Loch greifen, wahrscheinlich in einen Kaninchenbau.
Ich hatte solche Angst, dass ich direkt nach Hause lief und meinem Bruder davon erzählte. Aber ich denke, er hat mir nicht geglaubt. Grünfeld liegt nordwestlich von hier. Vielleicht solltet ihr diese Kaninchenbaue einmal inspizieren. Ich habe keine Ahnung, wonach der Bilvis gesucht hat, aber für das Auenland kann es nichts Gutes bedeuten. Gut, die Quests hier, die spielen sich jetzt alle entweder hier oben in Grünfeld ab oder hier zur Seite. Das Erste, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen die Post an uns und bringen die rüber nach Dachsbauten. Da sind wir relativ schnell drüben. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die... Oh, da drüben eine Silberader. Dann kümmern wir uns um die Fledermäuse. Hier links dann. Und dann gehen wir nach Grünfeld hoch. Nordgrünfeld. Hier müssen wir noch den neugierigen Hobbits ausweichen. Da sehe ich ja schon wieder einen hier unten irgendwo laufen. Da unten. Und hier oben ist eine hungrige Hobbitfrau, die ist für uns nicht so wichtig. Wo ist hier der Postmann? Hier oben? Nö. Hier unten? Ja, hier ist der Briefträger Mersel. Abgeschlossen. Gut. Der hat wohl auch keine Quest jetzt hier für uns. Na gut, schaue ich mir an, wenn ich offline bin. Und dann gehen wir vielleicht auch mal das Buch, Buch der Taten ein bisschen durch. Und schauen mal, ob wir uns dort nicht noch ein bisschen was verdienen können. Ein paar Eigenschaften, Tugenden und so weiter. Die Federn hier verbrauchen wir auch mal. Mit der 20%igen Laufgeschwindigkeit. Und die Fledermäuse müssten sich hier irgendwo rumtreiben. Wie heißen die? Flitzfledermaus. Greifen uns auch sofort an. Einfach so. Tut es wohl wirklich Not, hier uns um die zu kümmern. Hier ist auch nochmal Grünfeldbeißer. Aha. Die sind also auch hier draußen. Dann nehmen wir doch die gleich mal mit. Dann brauchen wir später im Bergwerk, wollte ich schon sagen. Ah, im Steinbruch brauchen wir dann weniger. Das passt ja wunderbar. Hier ist eine große braune Fledermaus, keine Flitzfledermaus. Ja, da gibt es offenbar wirklich relativ viel Spinnen hier. Aber leicht verdiente Erfahrungspunkte sind das noch. Da schnetzeln wir uns durch wie Bud Spencer. Es wären dann jetzt 7, oder? 6. Ja, ist okay. Mit einem Schlag habt ihr das gesehen. So, jetzt brauchen wir noch eine Fledermaus. Da hinten. Und wenn wir so weitermachen, dann können wir wieder so Aufgaben abgeben, also unseren Dreck hier loswerden. Ich denke mal, da haben wir schon wieder einige beisammen. Oh, wir haben 3 Matom-Gegenstände, die nehmen wir mal. Wie sieht es denn rufmäßig aus bei uns? Naja, noch nicht mal die Hälfte in der zweiten Stufe. Ich würde mir gerne noch die Silberader hier holen, die doch irgendwo war. Hier ist sie. Ansonsten haben wir nichts Gutes bekommen. Wir können hier mal die
Pilzpastete essen. Ein kleiner Buff schadet nie. Es macht dir 30 Kraftregeneration, 31 Moralregeneration. Ja. Kann man nehmen, muss man aber auch nicht mehr. Wir haben auch noch Schwefelbrocken wieder erhalten. Sehr gut für den kritischen Erfolg beim Handwerk. Und jetzt, was haben wir denn hier unten doch jetzt noch zu tun? Spinnen, okay. Hier oben müssen wir dann jetzt mal Kaninchenbau anschauen. Kaninchenbau, hier ist zum Beispiel einer. Wir haben einen spitzen Stein gefunden. Das ist ja unglaublich. Den habe ich schon immer gesucht. Wir brauchen mal besseres Handwerksmaterial hier. Handwerksgegenstände, damit wir schneller die Adern abbauen. Das dauert ja ewig. Gut, jetzt pass auf. Wir müssen dich rausnehmen. Dann Prunella. Oh, Tante Prunellas Regenschirm ist wieder eine Gefährtenaufgabe. Wir probieren die natürlich trotzdem. Die Steinbruch-Quest nehmen wir auch noch raus. Wir müssen das Gipspulver finden. Wir müssen nach Balkfurt wieder. Ne, Quatsch, da waren wir noch gar nicht, oder? Balkfurt? Nö, da waren wir noch nicht. Post müssen wir noch bringen und mit der Rollo Boffen im Wald. Und den Hahn und das Huhn. Okay. Und was war denn hier die. Was war denn hier die Prologaufgabe? Epos hier. Ah, das war die mit dem spitzen Stein. Okay. Dann sind wir hier oben schon wieder fertig. Nö. Wir haben hier oben. Ah, der Gips ist noch hier oben im Norden. Okay. Kein Problem. Den holen wir noch. Da waren wir ja bereits. Da ist die Gegenwehr relativ gering. Auf dem Weg nehmen wir natürlich sämtliche Erzadern mit. Später ärgern wir uns dann, wenn wir sie brauchen beim Handwerkern. Dann müssen wir sie uns teuer im Auktionshaus kaufen. So, die Federn haben wir verbraucht alle. Die sind ja, weg. Und dann schauen wir mal, was die Prolog-Quest so noch bringt. Ist ja das Highlight hier von Herr der Ringe Online, dass es hier so eine ja, durchgehende Questlinie gibt, die sich rund um den Ring dreht. Und das wurde richtig schön gemacht. Ist auch immer schön inszeniert. Da unten liegt der Gips, sehe ich gerade. Und ja, der können wir dann folgen. Na, komm her. Schmeißt er nur. Und die teilt sich dann auch ab und zu mal auf wieder. Und ich glaube, mittlerweile ist es sogar so, dass man die ganze epische Quest, wenigstens Band 1, komplett auch solo spielen kann. Das war früher nicht so. Da brauchte man dann zwingend für bestimmte ja, Quests Gefährtengruppen und da waren die Gefährtengruppen dann auch wirklich, wirklich notwendig. Nicht so wie hier jetzt, wo man, wo es zwar dort steht, dass man Gefährtengruppe braucht, aber dann locker solo durchkommt. Also da hatte man damals ja schon noch den Zwang nach Gefährten für Gefährtengruppen und das wurde offenbar aber auch mittlerweile gelockert. Einfach damit man, wenn man neu anfängt, wenn man vielleicht wenn man sich vielleicht einen Twink macht, damit man einfach schneller durchkommt durch die Gebiete. Und ja, weil kann natürlich jetzt sein, wenn hier nicht mehr so viel spielen, dass man für
die Aufgaben gar keine Gruppe mehr zusammenbekommt. Ist mir persönlich selbst noch nicht passiert. Also da ist, toi toi toi, da ist Herr der Ringe Online immer noch sehr beliebt. Aber trotzdem, wenn man mal Pech hat an einem Abend und es ist weniger los, dann steht man rum und kommt nicht mehr weiter. Für die späteren Quests, denke ich mal, ist es dann wieder so, dass wirklich ja, für die bestimmten epischen Quests auch dann Gruppen wieder nötig sind. Und müssen wir mal schauen, wer läuft denn hier? Der Fralbi, Meister. Meister der Goldschmiedekunst. Mhm. Seltsame Leute, die sich hier herumtreiben in Hobbingen. Jetzt sprechen wir mal mit Viola Stollen. Hallo. Das habt ihr in einem Kaninchenbau im Grünfeld gefunden. Das ist ein Bilwiszahn. Das bestätigt klar meinen Verdacht, Tollfuß. Was ich neulich gesehen habe, war tatsächlich ein Bilwis und nicht nur irgendeiner. Das war der alte Golfimbull höchstpersönlich. Versteht ihr es immer noch nicht? Vor langer, langer Zeit wollte der Bilwis-König Golfimbul das Auenland erobern, aber er wurde von Bandobrastuk, dem mächtigen Bullenrassler, besiegt. Bullenrassler schlug mit einem einzigen Schlag, ich erinnere euch, Golfimbuls Kopf ab. Er flog in hohem Bogen durch die Luft und landete in einem Kaninchenbau. Golfimbul ist zurück und sucht jetzt im allen Kaninchenbauen in Grünfeld nach seinem verlorenen Kopf. Das ist schrecklich. Am besten bringt ihr diesen Bilwiszahn zu Grenzer Sauberstein bei der Wachstube in Dachsbauten, westlich von Scheren. Da kommen wir doch gerade her. Beeilt euch, Tollfuß. Also, beim letzten Mal, in der letzten Folge oder vorletzten Folge, habe ich ja kurz mal die Geschichte erwähnt hier vom Bullenraster, der das Golfspiel erfunden hat mit dem Schlag, als er Golfimbuls Kopf abgeschlagen hat und der dann im Kaninchenbau gelandet ist. Dann die Aufgabe mit den Fledermäusen können wir abgeben. Und wir sind schon wieder knapp hier bei der Hälfte zum Stufenaufstieg. Was benötigt ihr? Ich danke euch für eure Hilfe, Tollfuß. Ich habe keine Ahnung, was die Fledermäuse aus ihren Höhlen getrieben hat. Aber was immer es auch sein mag, ist hier nicht willkommen. Je eher es wieder verschwindet, desto besser. Vielleicht ist es schon fort und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Fledermäuse wieder beruhigen. Oh, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Eine Unterberg-Beinlinge-Hose mit 42 Rüstung. So eine habe ich mir schon immer gewünscht. Jetzt schauen wir doch mal zu dem Steinbruch hier rüber. Vielleicht gibt es da dann nämlich eine Folgeaufgabe. Vielleicht verwechsle ich das auch. Dann machen wir erstmal den Steinbruch, bevor wir uns nochmal Richtung Dachsbauten begeben und der Hauptquest folgen. Da setzt auch schon die dramatische Musik ein. Man merkt sofort, man ist in gefährlichen Gebieten. Spinnen brauchen wir sowieso für unser Buch des Taten. Zwei Stück nur noch. Das ist ja wunderbar. Nee, 12 Stück noch. Dann schnetzeln wir uns mal hier durch. Und schauen zu, dass wir das Buch der Taten hier rausbekommen. Doch, jetzt Tat abgeschlossen. Ah, okay, die Verfeindung der Spinnen. Ja, Hobbit-Statue. Ihr habt die Zeiten eurer bescheidenen Anfänge hinter euch gelassen und spielt in diesem Zeitalter eine bedeutende Rolle. Eure Macht ist verbessert. Und wie es gerade so passt, dies macht natürlich für uns richtig passend. Wunderbar. Und das rüsten wir gleich mal aus, wenn uns die Spinnen mal kurz zur Ruhe kommen lassen. Und zwar in den Rasseneigenschaften. Wir haben eh ein Feld jetzt aktuell zum Befüllen und haben jetzt 20 Macht mehr hier. Auf 66 sind wir jetzt gekommen. Das hilft uns wieder zu blocken und zu parieren. Gerade so, wie es für einen Wächter auch ja, notwendig ist. Oh, hier oben ist noch eine Kupferader. Was macht die denn hier? Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Baumweber und Königinnen.
Hier ist ein Baumweber. Oh, 6 Stück brauchen wir da. Holen uns mal die Kupferader noch. Oh, jetzt, ja. Baumweber und Königinnen, die müssten sich wahrscheinlich alle hier heraußen rumtreiben. Das ist nochmal ein Beißer. Da ist halt immer dann ein bisschen doof, wenn gerade jemand hier war, wie vorhin die Hobbit-Dame. Wenn sich die hier durchschnetzelt oder auch jetzt hier wie bei uns, dann muss man halt auf den Respawn warten. Alte Königin. Oh, jetzt kommen aber hier. Geht's aber los, Mensch. So viele Spinnen auf einmal. Ich hoffe, ihr behaltet den Überblick noch hier. Ja, aber ist ja kein Problem für uns. Schaut euch das an. Neue Tat, Bezwinger des Auenlandes. Schauen wir uns gleich mal an, was das war. Da haben wir wohl was abgeschlossen. Wir brauchen noch 4 Baumweber und eine Königin. Den anderen Spinnen mal bei. Die brauchen wir, die brauchen wir nicht mehr. Die Spinnentat ist bereits abgeschlossen. Da vorne läuft noch mal eine Königin. Das war auch mal eine Signatur oder noch mal was abgeschlossen. Es geht ja Schlag auf Schlag. Das war auch mal eine Signaturgegnerin oder sogar eine Elitegegnerin. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. War auf alle Fälle schon mal bedeutend schwieriger hier sich durchzuschnetzeln. Hat auch um Längen länger gedauert. Sehr gut, dann haben wir die Königin bereits abgeschlossen. Wir holen uns noch die Kupferader, wenn wir schon da sind. Schau gerade, wir haben jetzt doch relativ viel Moral schon, würde ich sagen. Wir haben angefangen mit 300, 400 oder so. Und mittlerweile haben wir schon fast 1000 mehr. Hier unten habe ich noch einen Weber gesehen. Hier ist noch einer. Ist aber keiner mehr. Wir schauen mal kurz in die Höhle rein. Vielleicht sehen wir noch einen hier drinnen. Grünfeld, lauter Grünfeldbeißer. Hier ist noch ein Baumweber. Sehr gut. Dann nehmen wir mit. Die Baumweber, beziehungsweise der Skin von den Baumwebern. Den kann man übrigens auch im Monsterspiel mal nutzen. Das wäre auch mal was, das wir uns anschauen könnten. Es gibt ja die Spieler gegen Monster, den Spieler gegen Monster Bereich, der ist in den Ettenöden. Und dort kann man dann als Held heraufgehen und gegen menschliche Monster kämpfen, also gegen Monster, die von Menschen gespielt werden, von anderen Spielern. Oder man kann dann auch selber als Ork, als Spinne, als Warg und so weiter kann man dann dort kämpfen. Und ja, ist so ein kleiner Zusatz, den man nutzen kann. Ich habe es auch mal probiert, es ist aber so dermaßen schwierig, weil natürlich diejenigen, die dort spielen, absolute Profis meistens sind. Und so als Anfänger gerade mal hat man da relativ viel Probleme. So, bevor wir hier mit der Liliane sprechen, schauen wir uns noch an, was wir alles abgeschlossen haben. Und zwar einmal eine Tat. Schließt fegender Schnitt ab. Wir haben also 100 Mal hier fegender Schnitt eingesetzt. Und uns wurde eine Tat verliehen. Schließt hinweggefegt ab. Okay, schließt Rettung ab und schließt die Aufgabe ein Schild gegen die Not ab. Aha, Klassentaten. Hat wohl was mit uns als Wächter zu tun. Okay, passt.
Dann sprechen wir noch schnell mit der Liliane, bevor die Folge schon wieder vorbei ist. Vielen Dank, Tollfuß. Es sieht zwar nicht so aus, als ob die Spinnen verschwunden wären, aber euer Einsatz im Steinbruch war sicher auch nicht vergebens. Ich frage mich immer noch, ob ich nicht besser nach Balkfurt ziehen sollte. Ich habe mich immer gut mit den Bolgers verstanden. Zumindest besser als mit den Spinnen, das ist klar. Ja, da gibt es keine Folgequest. Irgendwann kommen wir hier aber nochmal rein. Schließlich gibt es da noch eine Höhle zu erkunden. Und jetzt machen wir uns auf Richtung Dachsbauten. Ich bewege mich kurz dorthin und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.